city is getting on my nerves. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? 16:04 Uhr. Gib dich zum Diner, alles klar. Wenn mir nichts dazwischen kommt, ja. Ich muss da abbiegen, Entschuldigung. Da hat gerade ein Taxifahrer geflogen. Aber das kennen wir ja. Die haben es immer ganz besonders eilig. Die Taxifahrer meine ich. Wo war das jetzt nochmal da vorne? War das? Er ist im Diner! Ja, sieh dich nach ihm um. Nochmal ein Burger. It's my real pleasure to serve you. Ja, genau. Es ist mir ein Vergnügen, sie zu bedienen. Es ist mir ein Vergnügen, das Ding runterzuwürgen. Mit dem ganzen Gedärm, was da drin ist. Blah. Servus. Hey, are you my date? Thank God. Leider. You never know who's going to turn up when you've met someone online. Yeah, all sorts of sickos can use the internet. You have to be careful. I'm Nico. So, Nico, what do you do? I do a lot of things. What's your job? 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 Everyone's talking about this job guy. I haven't met him and I don't want to. Mr. Job sounds like an asshole. Really? What type of man do you want to meet? One with a lot of money. Do you know Gay Tony? Runs Hercules and Maisonette 9? I'll tell you a secret. He pretends to have the dollars, but he is broke as hell. The loser. If there is one thing that I hate more than fat people and cripples, it is poor guys. Is that why you borrow money that you can't pay back? What are you talking about? How the fuck do you know who I pay and don't pay back? Fuck you, bitch. You ain't Miss Thang. You can't tell me shit about who I am. I'm just here to do a job. People in this world need to work. And my work is getting rid of you. I wouldn't fuck a scummy immigrant like you anyway. Ja, genau. Richtig. Würdest du vielleicht mal auf... Hallo, hallo. Stehst du vielleicht mal auf? Achso, okay. Das Häufchen Elend ist gerade ausgeflüchtet. Ach, da drüben läuft er. Ah, renn ihm hinterher. Lauf, schnell. Bevor es abhauen kann. Nein. Für den brauche ich, glaube ich, keine Waffe. Mit dem mache ich mit dem Schwanz nieder. Ich werde ihm zu Tode. Da brauchen wir noch mal Rennen, um den zu erwischen. Ja, gut, vielleicht doch. Ach komm, ich werde dich zu Tode ficken. Wie konnte ich nur so notgeil sein? Nein! Fall nicht hin, mein Freund! Deine Visage wird sonst noch ganz verbeult. Was ist denn das hier? Und dann kann ich dir keine Schlagsahne mehr geben in dein schäbig Face. Wo will er denn jetzt? Nicht zum Strand, nicht zum Pier? Das ist alles nicht richtig. Nein. Das ist überhaupt nicht richtig. Das ist so unwürdig. Echt? Spür doch nicht. Ach, ich habe keine Lust, ihm hinterher zu rennen. Ach,
Jetzt müssen wir noch hingehen, mal schauen, was er verloren hat. Wir haben 6500 Euken dafür gekriegt. How was your date, bro? Not so good. I don't think we'll be seeing each other again. I don't think he'll be seeing anyone. Mickey, you're an animal. Anyway, your profile's still up there, bro. There's all sorts of crazy pictures on that site you can get into. Real freaks, you know? I'd be getting involved in some of that internet dating shit, but I only date models, you know? Or VIPs, who could be models. Not many of them online, yeah? Catch you later, big guy. Laters. Was für ein Honk, ey. Alter Mann, was gibt's eigentlich da unten? Komme ich da überhaupt rein? Nee, ne? Da steht eine Tonne. Das war's dann aber auch. Könntest du vielleicht mal ein bisschen... Oh, da liegt ein Dildo. Ein Dildo. Oder? Ist das ein Dildo? Das ist doch ein Dildo, oder? Natürlich, das ist ein Dildo. Bäh. Was der Geier, warum da ein Dildo liegt? Oder was auch immer das sein mag. Ja. Sollen wir was machst du mit deiner Einkauf... Ich will's gar nicht wissen. Fickt der gerade seine Einkaufstüte? Oder was macht der hier? Du hast gerade deine Einkaufstüte fallen gelassen, du Honk. Naja, du musst ja Geld haben, wie Heu. Und du deine Tüte mit Essen und so einfach fallen lässt. Au. Ja, genau. Oh, guck mal, da ist mein Lieblingsauto. Ferrocchi, steig aus, du Arschloch. Das ist meins jetzt. Das ist meins. Ob meine neu in den Sexshop reinkommt? Nur mal so gefragt. Ja, kommt mal rein. Zwei Mitteilungen erhalten. Nicht überfahren, ich mag das gar nicht. Zwei Mitteilungen. Hab über dein heißes Date in Liberty Tree auf der Liberty Tree Webseite gelesen, Alter. Da hieß es, du sähst alt aus, du musst was dagegen tun. Ach, Brucey, du Armleuchter. Little Jacob, ruf mich an. Es gibt wieder Arbeit. Easy, Little Jay. Alles klar. Ja, Moment. Ich würde mal sagen, was los, Honk? Was ist denn das für ein Honk hier? Er hat Geld und Waffe verloren. Natürlich, du Arschlappen. Steigen aus und fallen um wie die Säcke. Ja. Hatte ich noch eine Waffe? Ich würde mal sagen, ich glaube mir die Karre hier. Nee, da wollte ich eigentlich nie lang fahren, aber wir können da gerne durch. Das ist kein Thema. Was ist denn das für ein Häufchen Elend hier?
Ihr kommt nicht weit bei mir, das will ich jetzt schon. Verpiss dich! Das ist mein BMW. Ich wollte da nicht Geld abheben, aber das funktioniert ja einwandfrei. Wie man sieht. Ich glaube, wenn man die Bullen am Arsch kleben hat und man ruft jetzt zum Beispiel seine Freundin an, dann bringt das nicht viel, ne? Ich werde dich garantiert nicht mehr anrufen. Wenn du Schlampe nicht mit mir ausgehen willst, habe ich kein Problem damit. Dankeschön. Schade, dass man nicht Bus fahren kann. Ob ich da durchpasst? Natürlich. Aus dem Weg, jetzt komm ich! Michelle! Jetzt aber schnell! Was will die alte Schlampe von mir? Du musst eine Welle aufhören, mich anzurufen. Ich brauche ein bisschen Zeit für mich. Eine Weile wahrscheinlich. Guck mal, da fliegen die Bullen. Ach nee, ja doch. Mit dem Motorrad auch noch. So viel zum Thema, sie braucht eine Zeit für sich. Lauf, nimm die Bullen in die Hand! Bevor dich noch einer erschießt von den Arschlappen hier. Komm, lauf! Jetzt geh halt, spring halt da drüber, oder? Ich hab keine Lust in der Zeitung zu erscheinen als Todesanzeige. Spring da drüber. Hier liegt begraben. Ne, wie ist das? Wie hieß der Spruch von Otto? Na, ist wurscht. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Wir speichern erstmal das Spiel. Und wir sehen uns dann im nächsten Teil. Bis später. Ciao.